Herzlich willkommen zu Europa im Dialog mit, heute mit Kammersängerin Ildikó Raimondi. Seit mehr als 20 Jahren lebt sie in Wien und ist hier in über 50 Rollen zu hören gewesen. Nach Wien kam sie über viele, viele Umwege durch halb Europa. Liebe Frau Raimondi, wie hat es Sie denn nach Wien verschlagen? Verschlagen. Ich habe nach viele, viele Jahre, wo ich von Wien geträumt habe, endlich geschafft, nach Wien zu kommen. Es war kein Zufall, es war ein Wunsch. Ich habe sehr früh angefangen zu singen. Natürlich nicht gleich Oper, aber mit dem klassischen Stimmausbildung auch mit 13 Jahren angefangen. Und es wurde mir dann mit 18, 19 Jahren schon ein bisschen in eigener Heimat in Rumänien eng. Und vor allem, ich habe immer wieder von Wien gehört, von Mozart und von Schubert und von Beethoven und Brahms und der Wiener Staatsoper und Neujahrskonzert und das alles. Also wollte ich natürlich nach Wien. Also es war, hat schon ein bisschen Vorbereitung gebraucht und kam dann 1988 mit einem Wettbewerb nach Wien, mit Belvedere-Wettbewerb. Ja, und blieb dann eigentlich dann schon hierher. Wie hat es angefangen? Wie war Ihre Kindheit? Sie stammen aus einer ungarischen Familie, sind aber in Rumänien geboren. Meine Anfänge, ich bin in einem winzigen ungarischen Dorf auf der Welt gekommen und habe auch meine ersten vier Lebensjahre eigentlich nur Ungarisch gesprochen mit meinen Eltern. Mein Vater war Polizist und deswegen musste er alle 4, 5 Jahren seinen Arbeitsplatz wechseln. Und so sind wir in einem anderen Dorf übersiedelt, in ein sehr internationales Dorf mit einer sehr bunten Bevölkerung, auch ein winziges Dorf, wo schon allerdings 4 Kirchen standen und eine Synagoge, und es gab da Ungarn und Deutschen und Slowaken und Tschechen und alle möglichen Religionen. Und dann habe ich mit der Schule auch begonnen, musste ich Rumänisch lernen, mussten wir alle Rumänisch lernen, und wir haben uns auch alle darüber gefreut, weil es war eine gemeinsame Sprache. Und das war auch meine erste Begegnung mit einer gemeinsamen Sprache. Und dieses Gefühl, wie gut es ist, wenn man sich verständigen kann, das hat mich dann eigentlich immer begleitet. Also dieses kleine Dorf da versteckt hinter dem eisernen Vorhang hatte auch doch was Großes, weil wir kulturell und sozial und glaubensmäßig so bunt gemischt waren. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit hinter dem eisernen Vorhang? Wie haben Sie Ihre Heimat hinter diesem eisernen Vorhang, wir schauen jetzt in die andere Richtung, erlebt? Ich finde dieses Gespräch jetzt für mich sehr, sehr schön, weil ich diesmal nicht unbedingt als Sängerin hier stehe, sondern als ein europäischer Mensch. Und da muss ich jetzt ein bisschen meine Gedanken anders führen. Und das freut mich sehr, muss ich ehrlich gestehen, dass ich jetzt nicht hier erzählen muss, wie ich alle Katzen und Gänse und Schafe vom Dorf vorgesungen habe, schon mit 3 Jahren. Ich habe als kleines Kind in diesem dörflichen Milieu mich sehr behütet gefühlt. Ich habe auch eine sehr
glückliche Kindheit gehabt, weil auf dem Lande wir uns auch sehr frei bewegen könnten und auch sehr frei waren. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann weiß ich, dass mein Rumänien, dass die Rumänien vor 50 Jahren wahrscheinlich so ausgeschaut hat auf dem Lande wie hier vor 100 Jahren. Wir hatten Pferde und Kühe und Hirten und auf der Straße liefen die Gänse. Und also das war ein Bild, die man hier sicher erst vor 100 Jahren gefunden hat. Aber ich wuchs sehr behütet auf. Ich ging dann wechselte mit 13 Jahren in der Stadt, in einer recht großen Stadt, Arad. Das hat immerhin 250.000 Einwohner. Und da kannte ich zum ersten Mal auch eine andere Schicht. Da gab es Menschen, die um die Uhr woanders arbeiteten. Also nicht auf dem Feld und nicht zu Hause, sondern in Fabriken. Und da habe ich dann auch, je größer ich wurde, umso mehr gemerkt, dass die Welt nicht so groß ist, wie ich mir auf dem Land vorgestellt habe, sondern dass es Grenzen zu spüren sind. Weil es kam dann schon sehr gewaltig zu spüren, die Diktatur. Ich habe die letzten Diktaturjahre dann als junges Mädchen da erlebt, als Teenagerin. Und bin stundenlang Schlange gestanden für ein Stückchen Butter, die eigentlich dann Margarine war, und für ein Kilo Zucker. Wir haben einfach mit 50 Jahren zurückgelebt. Mhm. Allerdings diese wirtschaftliche Armut ist mir als Kind nicht so schlimm in Erinnerung als diese Grenzen, die ich spürte, wo ich gemerkt habe, es werden mir beruflich auch Grenzen gesetzt. Also ich habe gewusst, ja, wenn ich sehr, sehr gut bin, dann werde ich vielleicht an dem Open House von Bukarest singen. Mhm. Und dann fragte ich mich, und was ist danach? Ich möchte auch natürlich in Budapest auch singen, und in Moskau werde ich nicht singen, weil ich das russische Fach nicht kann, aber ich möchte doch so gut sein, dass ich auch dann mal in Wien singe oder im der Mailänder Scala oder in London. Also man merkt dann schon, dass die Grenzen da sind. Also das heißt, die Sehnsucht der großen Bühne hat sie in die weite Welt hinausgezogen, nicht die Flucht vor dem Regime? Oder beides? Nein, ja, also ich hatte keine wirtschaftliche Gründe, um meine Heimat zu verlassen, sondern es war mein Berufswunsch. Und ich glaube auch, dass das das Ganze ein bisschen leichter macht, weil ich durch diese Schutzhülle vom Kunst, die ich immer um mich hatte, auch sehr stark war. Also das Wirtschaftliche, diese Armut hat mir in Rumänien nicht sehr viel ausgemacht, solange ich meine Kunstwelt um mich hatte. Und als ich nach Westen kam, als ich nach Wien kam, hatte ich einen Koffer und einen zweijährigen Sohn und ein winziges Monatsgehalt. Also ich war hier auch sehr, sehr beschränkt, jetzt wirtschaftlich gesehen. Aber ich kam nicht hier, um reich zu werden, sondern um meinen Herzenswunsch zu erfüllen. Und das öffnet dann viele, viele Türe, oder es öffnet, wie soll ich das richtig sagen, es macht einem stark. Sie haben gerade Rumänien als Ihre Heimat bezeichnet. Wenn Sie heute in diese Heimat zurückfahren, wie erleben Sie
Ja, ich bin vorgestern aus dieser Heimat gekommen. Ich fahre noch regelmäßig, weil meine Eltern da leben und Verwandte und Freunde. Und es gibt ein kleines Kinderheim in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und ich unterstütze sie ein bisschen. Also ich bin ständig im Kontakt mit dieser kleinen Insel, von wo ich stamme. Und ich tue mir inzwischen nicht mehr so schwer mit, auch mit diesem Begriff Heimat nicht, weil die Grenzen gefallen sind. Und ich habe diese neue Heimat, die ich jetzt habe, und mein altes Heimat gehören inzwischen in einem Topf. Und ich habe auch das Glück noch, dass ich immer, wenn ich vom Österreich nach Rumänien reise, dann tue ich durch mein eigentliche Sprachheimat durchreisen, weil ich muss immer durch Ungarn fahren. Und ich war auch nie ungarische Staatsbürgerin, aber sprachlich ist das der Land meine Muttersprache. Also ich tue im Gefühl oder im Kopf kein fremdes Land betreten zwischen meine zwei Heimaten. Vielleicht ist das auch ein sehr schönes Geschenk, was mir das Leben gemacht hat. Ich freue mich auch über diese so leichte Fahrt. Es sind 500 Kilometer, die ich mit dem Auto in 5 Stunden jetzt machen kann. Und als ich zum ersten Mal nach Wien kam und von hier aus nach Rumänien wollte, dann war das ein Abenteuer. Das hat dann manchmal 24 Stunden gedauert, um endlich in Rumänien anzukommen. Es ist schon eine gute Sache. Ich hoffe nur, dass die junge Generation, die ganz Jungen, die jetzt 20 sind und die das so gar nicht mehr gekannt haben, ich hoffe, dass ihnen das auch bewusst ist. Ich denke mir jetzt auch immer noch, wie viele Menschen auch gestorben sind an den Grenzen, damit wir jetzt heute so reisen können. Und man nimmt sehr vieles, was gut ist, sehr schnell als selbstverständlich hin. War es einfach, durch diesen eisernen Vorhang zu kommen? Nein, es war jetzt rückblickend, es war nicht einfach, aber es schien mir damals nicht so belastend, weil es ein ganz großes Herzenswunsch war. Also ich habe, wenn ich jetzt zurückblicke, wie hart ich darum gekämpft habe, es wird jetzt mir klar, was ich da, mit wie viel Mut ich viele Schritte gesetzt habe. Aber Sie sind damals ganz alleine auf den Weg gegangen? Ja, ich bin mit 19 Jahren aus Rumänien nach Karl-Marx-Stadt gegangen. Das war damals noch Karl-Marx-Stadt. Das ist jetzt Chemnitz. Es wurde mir da einen Job angeboten als Choristin. DDR hat damals sehr gekämpft um eine Kulturbild. Das habe ich alles, auch erst später wurde mir bewusst, dass ich da ein kleines Teilchen von diesem Kampf oder von diesem Versuch geworden bin, um klassische Musik da zu etablieren. Und DDR hat in alle kleinere, mittlere und auch größere Städte versucht, ein Open House, ein Konzertleben aufzubauen. Und es fehlten natürlich Sänger. Und diese Sänger hat man dann aus Ländern geholt, wo sehr viele Sänger gab es, aber wenige Opernhäuser. Also es kamen nach DDR Sänger aus Rumänien, aus Bulgarien. Wir hatten in Rumänien auch sehr gute Ausbildungsmöglichkeiten. Und so kam ich damals auch mit einem Koffer mit 19 Jahren nach Chemnitz und sprach nur ein paar Brocken Deutsch. Da ich meine Kollegen nicht so sehr ausgenützt habe, meine deutschen Kollegen, sondern wir alle Rumänisch sprachen. Das war dann so die kleine, ja, das kleine Sprachabenteuer. Und das war natürlich nicht leicht. Ich erinnere mich jetzt auch noch, wie ich in einem
Septembertag, wo es geregnet hat, mit meinem Koffer stand im Karl-Marx-Stadt und hatte keinen einzigen Mark, also DDR-Mark reden wir, sondern ich habe mich dann durchgefragt, wo das Open House ist. Ich meine, wir sprechen jetzt über das Jahr 82, 81, also es gab weder Handys, noch E-Mails, noch Faxe, noch Navigationssysteme, noch eine gemeinsame Währung. Also ich fragte, wo das Open House ist, und das war nicht sehr weit vom Bahnhof, aber doch ein bisschen, und ich hatte einen riesen Koffer und schleppte mich dann mit diesem Koffer zum Open House und fragte dann den Portier, wie ich irgendwie zur Direktion komme, und die Direktion hat mich dann willkommen gehießen und hat mir, keine Ahnung, 5 Mark in Hand gedrückt und hat mir dann eine Adresse gegeben, wo meine Wohnung dann ist. Und dann habe ich mein schweres Koffer dann zum Straßenbahn geschleppt und dann vom Straßenbahn nochmal, wie auch immer. War aber so glücklich und fühlte mich so, so reich und so fantastisch wohl, dass ich das als eine sehr schöne Erinnerung in meinem Kopf gespeichert habe. Reich? Warum reich? Reich, weil ich merkte, dass ich jetzt einen wichtigen Schritt gemacht habe und dass ich zwar da im Chor singe, aber ich singe und ich wurde erwartet, und ich hatte dann ein kleines Zimmer, in dem ein Bett stand und ein Schrank und 2 Stühle, und habe dann recht schnell Freunde gefunden, und aus meinem ganz kleinen Gehalt habe ich dann einen Fernseher gekauft, weil man mir gesagt hat, Fernseher brauchst du, dann lernst du ganz schnell Deutsch. Dann musst du dir Nachrichten anschauen und die Wetteransage. Bei Nachrichten, und es ist wirklich so, eine der ersten Sachen, was man versteht, sind Nachrichten. Weil da werden ganz einfache, wichtige Wörter benutzt, nicht? Meine Damen und Herren, guten Morgen. Heute, also was auch, es kommen, hören Sie mal genau zu, es kommen nicht so komplizierte Sachen, allerdings kommen fast immer so schlechte Wörter, nicht? Also was so passiert ist, was nicht funktioniert, Unfälle und so etwas. Aber man lernt sehr schnell Deutsch. Die guten Wörter habe ich dann von Wetternachricht, die haben dann ab und zu gesagt, schön und wolkenlos und heiter und sowas. ich erinnere mich, und reich, ja, natürlich habe ich mich reich gefühlt. Ich kam von Rumänien, wo damals gar nichts mehr gab, und in DDR waren die Läden voll. Mhm. Und ich in weiß, der DDR waren in der die DDR Läden waren voll, die Läden voll. Es gab Konserven und es gab Milch und es gab Butter, und ich habe da Bananen kaufen können. Und ich weiß, wie ich dann zum ersten Mal zum Weihnachten zurückfuhr nach Rumänien und wollte natürlich alles, was ich kann, mitbringen. Und habe dann rechtzeitig angefangen, immer auf dem Heimweg von Open House in meine schöne Einzimmerwohnung, habe ich dann immer ein paar Sachen mitgenommen. Also Mehl, Zucker, Pudding, Konserven, Fleischkonserven. Also alles, was ich wusste, es ist haltbar, und darüber freuen sich dann meine Freunde und Verwandten, wenn ich nach Rumänien kam. Und ich hatte dann auch so große Sackeln gehabt und auch große Koffern gekauft und habe immer diese Sachen dann reingestellt. Und zu Weihnachten, als ich dann zum Zug fahren musste, habe ich gemerkt, dass ich jetzt da 2 Riesentaschen habe, natürlich damals noch ohne Räder und ohne allem, kein Geld zum Taxi. Aber es ist irgendwie gegangen, Riesenkoffern mit alles drin geschmissen. Ich weiß jetzt noch, wie an der Grenze der Zoll kam und versucht hat, da irgendwie einen Überblick sich zu schaffen. Und es war ein Riesenchaos von
Puddingpulver und Pullovern und Noten und weiß ich nicht was. Ich kam dann auch in Rumänien an und meine Freunde haben sich alle sehr gefreut und ich habe auch was ganz Wichtiges gelernt. Meine Mutter hat dann mit mir furchtbar geschimpft, als sie dieses Koffer gesehen hat und hat mir gesagt, Mädchen, so packt man nicht einen Koffer. Man muss Ordnung halten im Leben. Und ich habe gesagt, ja, aber dann passt nicht so vieles rein. Sie hat gesagt, doch. Und dann haben wir wirklich das Koffer ausgepackt und versucht, ganz ordentlich zusammen reinzupacken. Und es war wirklich nicht weniger dran, auch ordentlich nicht. Und seitdem tun wir immer wieder auch mit meiner Mama darüber lachen. Und sie sagt auch immer, nein, Ildiko, dein System ist gut, behalte es. Deswegen sage ich, man lernt auch im Not. Gut trainiert, ja. Und gut gelernt. Ja. Wie, Sie sind ja nicht in der DDR geblieben, sondern es hat Sie in den Süden gezogen. Ja, ich habe ich habe natürlich in der DDR auch gemerkt, es ist auch eine Grenze. Natürlich habe ich dann schon so die ersten Angebote gehabt nach Dresden, der Semperoper war gerade im Umbau. Berlin wäre eine Möglichkeit gewesen, aber es waren die Grenzen da. Und es hat ein bisschen, also wenn ich jetzt so rückblickend schaue, es hat meinen Weg, es hat sich vieles ergeben. Ich glaube, es ist immer so, wenn man etwas sich sehr wünscht, dann ergibt sich sehr vieles. Also ich hatte einen sehr netten Italiener kennengelernt, noch in meinem Gymnasiumszeit in Rumänien. Und diese Freundschaft ist dann gewachsen und es war da die Möglichkeit zu heiraten, seine Liebe geworden und ich habe auch diesen Schritt gewagt, einen Italiener zu heiraten in Rumänien. Ich sage deswegen diesen Schritt, weil eine Heirat musste genehmigt werden. Es wurden nicht alle Heiratsanträge genehmigt. Und wenn so eine Heirat nicht genehmigt wurde und man dann doch in Rumänien bleiben musste, das war dann schon ein sehr großes Stempel und man hat natürlich da sich ein bisschen so, wie soll ich milde sagen, alles verdorben. Mhm. Aber ich war überzeugt, das wird schon in Ordnung gehen. Es ist dann auch in Ordnung gegangen. Ich habe 1,5 Jahre gewartet, es wurde die Ehe genehmigt und so fuhr ich dann 2-3 Jahre, bevor der Vorhang gefallen ist, fuhr ich nach Italien. Allerdings wirklich überzeugt, dass dieser eiserne Vorhang noch für Ewigkeit halten wird. Also das hat, ich habe jetzt mit anderen Kollegen auch gesprochen und mit vielen Menschen da. Es hat in Rumänien niemand, also niemand in meinem Umfeld vermutet, dass dann wirklich so schnell diese Öffnung kommen wird. War es für Sie ein Schock, dann mitten in Italien in Dolce Vita zu sein? Ja, naja, Italien war auch nicht dann so eine wirkliche Dolce Vita, war es nicht. Ich war da auch, ich hatte da ein privates Glück erlebt, weil mein erster Sohn auf der Welt gekommen ist. Und ich hatte dann auch schon um mich so Menschen, die mir helfen wollten, auch dass ich beruflich weiterkomme. Die italienische Mama, ja, die wollte mich nicht so sehr. Und deswegen meine ich, es war jetzt nicht wirklich da so eine perfekte, schöne, heile Welt, aber es hat vieles funktioniert. Und als ich von diesen Unruhen erfahren habe, habe ich mir Sorgen gemacht, weil in Rumänien die Revolution in Timișoara angefangen hat. Und das ist nur 60 Kilometer von Arad entfernt. Und dann habe ich auch gehört, dass auch im Arad, wo ich wohnte, sehr wohl Panzer auf der Straße waren geschossen. Und es gab damals noch, solange der eiserne Vorhang war, auch keine direkte Telefonverbindung nach Rumänien. Also es ist unglaublich,
was für eine andere Welt das war vor 25 Jahren. Ich meine, ich bin jetzt nicht 100 Jahre alt, aber ich erzähle über Sachen, die wirklich zu einer ganz anderen Zeit gehören. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst um meine Eltern, ich hatte Angst um meine Freunde da. Konnten Sie Ihre Eltern in dieser Zeit öfter besuchen? Ich habe, solange der eiserne Vorhang war, habe ich meine Eltern besuchen können, aber mit sehr, sehr großem Aufwand, wie gesagt, mit großer Warterei an der Grenze. Und meine Eltern haben mich immer nur einzeln besuchen können. Also eine der Eltern ist immer dann als Pfand in Rumänien geblieben, der zweite könnte mich besuchen. Ich wollte allerdings dann nach dem, als die Grenzen offen waren, habe ich versucht, mit einem Konzert nach Arad zu gehen und ein Benefiz zu veranstalten. Ich wusste dann auch, dass die Philharmonie in der letzten Diktaturjahre immer kurz vor der Schließung stand. Und ich hatte Kollegen, die da im Orchester gespielt haben und keine Monatsgehälter hatten. Und es gab so ein organisatorisches Chaos da, dass es wirklich nicht möglich war, dieses Konzert zu veranstalten. Was hätten Sie bei diesem Konzert gesungen? So Ihre geheime also Botschaft. In Rumänien hätte ich natürlich italienisches Repertoire gesungen, weil das immer in Rumänien so das Wichtigste war. Also Rumänien ist sehr italienisch orientiert. Und ich hätte sicher aber ein bisschen daran erinnert, dass in diesem Land sehr viele Musiker aus Westen immer gekommen sind und immer da gespielt haben. Der Franz Liszt hat im Arad Konzerte gegeben und wir wissen, dass auch Richard Strauss da war und dass dieses deutsche Repertoire da auch immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Also ich hätte da sicher Richard Strauss und Beethoven und Schubert auch gesungen. Aber ich habe es damals nicht und ich habe bis jetzt nicht gesungen in meiner Heimatstadt. Es ist immer noch nicht gelungen. Ein einziges Mal habe ich vor 5 Jahren, da es ein quasi Gastspiel war von Solisten der Wiener Staatsoper in Timișoara und in Arad, und da habe ich gesungen. Es war ein rührendes Wiedersehen mit all den Kollegen, aber vieles funktioniert immer noch nicht. Es ist, wissen Sie, wenn ein Land wirtschaftlich kaputt gemacht wird, der kann sich dann wirtschaftlich, wenn es ein reiches Land ist, auch recht schnell erfangen. Aber wenn ein Land identitätsmäßig oder intellektuell kaputt gemacht wird, dann dauert das sehr, sehr lange, bis da eine Kraft entsteht, dass das Land wieder funktioniert. Und wir hören immer wieder im Rahmen dieses EU von den großen Korruptionsproblemen, die in gewissen Ländern existieren immer noch. Also wir wissen, Bulgarien zum Beispiel und Rumänien sind diese typischen Länder, die immer als Beispiel für Korruption gebracht werden. Aber man muss auch verstehen, dass in diesen Diktaturjahren, die nicht kurz waren, die Korruption eine Art Überlebenschance war. Denn es gab nichts mehr zu kaufen, aber es wurden noch Sachen produziert, es wurde noch Brot gebacken, es gab natürlich Fleisch und es gab natürlich Benzin, und die hat man dann besorgt, indem man jemand kannte. Also ich kannte jemanden, der ein Bäcker ist, und er gab mir dann Brot und ich gab ihm dann
Fleisch, weil ich in einer Fleischfabrik gearbeitet habe. Also diese Armut hat dann an sich diese Korruption auch verursacht und so hat das Land sehr, sehr lange funktioniert. Und als diese plötzliche Grenzfall kam, hat man als allererste natürlich alle Führungskräfte mal beseitigt. Und dann hat man gemerkt, dass man aber niemand hat, der halbwegs weiß, wie man von oben aus etwas führt. Also hat man wieder gewisse Menschen nehmen müssen, weil eine Fabrik oder eine Schule oder eine große Institution braucht doch Köpfe. Also man kann nicht sofort ein System oder sofort den Menschen mit der Freiheit, kann man nicht ihnen auch sofort die erwarten, auch dass sie die Verantwortung auch übernehmen können. Mhm. Und das dauert sehr, sehr lange. Also wenn ich jetzt denke, wie schnell man sich nach dem Zweiten Weltkrieg sich wirtschaftlich erfangen hat. Ich habe das auch vielleicht ist das ein schönes Bild. Ich war im Karl-Marx-Stadt und ich war dann in Dresden und in Dresden bin ich oft, solange es DDR war, bin ich oft spazieren gegangen und es stand diese Frauenkirche als ein schwarzer Steintrümmerhaufen. Mhm. Und der Zwinger stand auch daneben, auch recht dunkel und es war so viel Schwarzes da, weil Dresden ja ausgebrannt ist. Und es stand da, obwohl schon einige Jahrzehnte von dem Zweiten Weltkrieg vergangen sind. Und es war zwar in DDR keine Diktatur, aber es war doch eine sehr strenge Regime da. Und wenn ich jetzt da zurückgehe, dann steht weiß, diese schöne Frauenkirche ist aufgebaut, weil man umgedenkt hat, weil man die geistige Kraft gehabt hat. Das ist für mich jedes Mal ein schönes Bild zu sehen, wie etwas so lange stehen kann, wenn man dazu nicht die mentale Impuls hat zu machen. Und dass jetzt die Grenzen weg sind, finde ich sehr schön. Und finde ich noch schöner, dass wir heute da sitzen, weil man jetzt versucht, nicht nur von dem Wirtschaftlichen her etwas zu machen, sondern man versucht, dem Menschen die mentale Kraft dazu zu geben, Verantwortung zu übernehmen, ehrlich zu sein, zu arbeiten, aufzubauen. Und durch Kultur geht das am besten. Und dass jetzt Europa versucht, ein bisschen diese Kulturadern zu beleben, das ist ein unglaublich großes Potenzial. Weil Künstler, Kultur ist eine Sprache, Musik überhaupt, die man wirklich überall versteht. Künstler bringen sich nicht um, sondern versuchen sich immer zu verständigen. Und durch Kunst tut man große Probleme, ob das die mit Integration auch zu tun hat, tut man sie sehr gut, sehr leicht nicht, aber leichter lösen können. Und das finde ich sehr gescheit, dass man endlich sich ein bisschen auch darum kümmert, wie sieht die Europa als großes kultureller Topf aus. Lassen Sie mich fragen, hat für Sie Europa eine Seele, eine kulturelle Seele? Ja. Wie sieht die aus? Ja, das merkt man, wenn man ein bisschen diese Europa verlässt, wenn man jetzt nach Asien geht oder wenn man nach Afrika geht, wo man wirklich auf ganz andere Kulturen trifft, dann merkt man, dass wirklich auch diese EU-Länder eine gemeinsame kulturelle Seele haben. Es sind alle Musiker, alle Bildhauer, Architektur,
also alles, was zur Kunst gehört, die waren auch immer verbunden, egal welche Grenzen da waren, egal welche Länder es waren, egal welche Monarchien oder Diktaturen oder welche soziale Strukturen in einem Land herrschten, aber die Kunst hat immer Verbindungen gehabt. Ein russischer Komponist hat immer gewusst, was in Frankreich passiert oder was in Deutschland passiert. Und das sind wirklich ganz wichtige Lebensadern, und das spürt man. Und ich habe mir unlängst gedacht, weil ich mit einem japanischen Kollegen gesprochen habe. Japan ist schon eine andere Welt und ist eine andere, wirklich eine andere Kulturraum auch eine andere soziale, ist eine andere Welt mit ganz anderen Werte und ganz andere Strukturen. Aber als Österreich die diplomatische Kontakte mit Japan aufgenommen hat, ich glaube 1869 oder so etwas war das, zum ersten Mal, also seit damals gibt es diplomatische Beziehungen mit Japan, kam dann auch ein Schiff nach Japan mit einer Delegation, und auf diesem Schiff war ein Bösendorfer, ein Flügel aus Mahagoni und Gold. Das war das, was damals der Kaiser von Österreich dem Kaiser von Japan schickte. Keine große Auszeichnung, keine Militär, sondern ein Imperialflügel. Das steht immer noch in dem Kaiserhaus in Tokio. Und Japan ist auch immer noch das Land vom fernen Osten, die unglaublich kulturell mit Österreich verbunden ist. Das ist jetzt so ein ganz weites Aderchen, der zeigt, dass sogar solche Sprünge mit Kultur sehr gut möglich ist. Und das war eine winzige Geste, diese eine Flügel. Aber die Auswirkung ist ungeheuer. Also unsere Philharmoniker, wenn sie in Japan sind, dann gehen sie zu dem Kaiser, japanischen Kaiser, und spielen und sprechen mit ihm und essen und trinken, weil diese menschliche Nähe durch die Kultur sehr leicht zu finden war. Und ich merke, dass Europa diese Seele hat. Glauben Sie, dass die Menschen in Europa diese Seele kennen, dass die bewusst ist? Also ich kann Ihnen nur raten, beschäftigen Sie sich ein bisschen mit klassischer Musik. Also jedem kann ich das raten. Soll sich mit klassischer Musik beschäftigen, mit bildende Künste, mit Literatur, und man wird merken, wie nah man sich ist. Wenn man sich mit klassischer Musik beschäftigt, dann ist klar, dass Mozart Wiener, lebt in Wien, schreibt hier, aber jetzt natürlich tut er in Prag sein Don Giovanni uraufführen, weil das ein Kulturraum war. Und der Prager Komponist Tomaszek, der um 1822 in Prag sitzt als der bedeutendste tschechische Komponist, ist in Korrespondenz mit Goethe und vertont Goethe-Gedichte und spricht perfekt Deutsch, weil das ein Kulturraum ist. Und ich kann jetzt auch unzählige Maler erzählen, die dann Kontakte hatten, und Schriftsteller. Und ich kann über Franz Liszt sprechen, der selbstverständlich in Paris lebte und in Ungarn geboren ist und in Wien Furore machte und in London auch. Und das alles als ein großer Lebensraum erfüllt hat. Vielleicht habe ich auch wirklich das große Glück, oder wir alle Künstler, Musiker sowieso, die sie mit klassischer Musik sind, dass wir immer Europa als ein großer Kulturraum gesehen haben. Es ist eine
Es wäre eine große Hilfe, wenn man sich das so anschauen würde, weil Kultur auch Identität erlaubt. Wenn ich als Musiker unterwegs bin, wenn ich jetzt ein ungarischer Komponist singe oder ein rumänischer Komponist, dann gibt es mir da ein bisschen ein Heimatgefühl. Oder inzwischen, wenn ich ein Mozart singe, dann ist das ein Stückchen Heimat. Aber wenn ich das wenn ich diese Mozart jetzt im London singe, dann gehöre ich zu dieser großen EU, aber ich weiß trotzdem auch, was meine Identität ist. Also durch Kultur ist auch viel leichter zu definieren, viel leichter das zu bleiben, was man ist. Also ich darf Csárdás tanzen und ich fühle mich dann als Ungarin. Und ich kann mich trotzdem auch als große Europäer fühlen und ich habe nicht Angst, dass man mir etwas wegnimmt, wenn ich jetzt sage, ich bin Europäer. Sie tanzen auch Walzer. Ich tanze auch sehr gerne Walzer, ja. Ja. Was können die Menschen aus dieser grenzenlosen Kultur lernen? Sie können daraus lernen, dass Unterschiede sehr gut tun und sehr wichtig sind. Unterschiede? Dass Individualität, sein eigenes Ich und seine Zugehörigkeit zu einem Ort, das man als Heimat bezeichnet, dass das sehr wichtig ist und dass das aber nicht ausschließt, dass man in eine große Gemeinschaft lebt und dass man nicht Angst von der Fremde hat, sondern man dieses Fremde als eine Bereicherung ansieht. Ich hatte nie Angst von Fremden und ich habe das immer auch als eine sehr große Bereicherung empfunden. Als ich nach Österreich kam, habe ich vom Österreich nichts gekannt. Ich bin zum Heuriger gegangen, man hat mir gesagt, Heuriger ist eine typisch österreichische Geschichte oder Wiener Geschichte, da musst du hin, das musst du mal kennenlernen, das ist eine tolle Sache. Also ich bin hingegangen und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben und ich habe dann ein Glas Milch bestellt. So. Und das war dann Kulturschock. Ja, aber es haben alle gelacht und dann habe ich gelernt, man muss nicht unbedingt bei Heuriger ein Glas Milch bestellen, aber der Kellner hat es mir gebracht. Und ich habe, ich habe gelernt, dass man da nicht Milch bestellt. Und ich weiß, wenn ich jetzt hingehe, dass ich dann herrlichste frische Wein bestellen kann. Und vielleicht auch, weil ich es immer als eine Bereich, ich habe mich nie bedrängt gefühlt. Ich habe nie Angst gehabt, dass man mir etwas wegnimmt von meiner Identität, wenn ich jetzt das Fremde auch annehme. Vielleicht hat das auch etwas geholfen. Ich bin jetzt auch ein bisschen als Integrationsbotschafterin unterwegs und merke oft, wie groß die Angst ist, dass man etwas verliert von seiner eigenen Identität, wenn man das Fremde annimmt. Ich bin nach Österreich zugereist. Also ich habe mich hier auch als Gast gefühlt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil als Gast benimmt man sich immer anders als Gastgeber. Als Gast fragt man, darf ich das? Kann ich das? Soll ich das? Und ich bin jetzt lang genug hier. Ich habe jetzt aber mit einigen gesprochen, mit jungen Menschen, die mir gesagt haben, so einfach ist das nicht. Weil wir sind hier zwar Gäste, aber wir wollten nicht hier kommen. Es sind unsere Eltern hier gekommen. Wir sind hier geboren.
Und was sind wir jetzt? Und da kompliziert sich ein bisschen die Geschichte. Mhm. Also ich habe unlängst mit so 16, 17-Jährigen gesprochen. Die kamen aus Türkei, aus ehemaliger Jugoslawien. Und also die Eltern. Und es war das Gespräch gar nicht so leicht. Ich habe dann gemerkt, wie leicht ich hatte, dadurch, dass ich einen ganz konkreten Berufswunsch hatte. Und ich beruflich mich hier gleich zu Hause wohlgefunden habe. Und ich habe dann geraten, oder ich kann immer noch nur jedem sagen, dieses EU hat auch ein ganz, ganz großes Vorteil, dass man frei ist. Man ist auch an Österreich nicht gebunden. Wenn man in Österreich ist und man sich nicht wohl fühlt, weil man es beruflich nicht schafft, weil man menschlich sich hier beengt fühlt, dann kann man versuchen, hier sich das alles recht zu machen oder versuchen, die Situation zu richten, oder man kann auch versuchen, woanders. Ich meine, ich musste meine Heimat auch verlassen, um mein persönliches Glück zu finden. Sie haben zwei Söhne. Ja. Einen in Italien geboren und einer in Österreich. Aber ich glaube, inzwischen fühlen sich beide natürlich als Österreicher. Also ich merke, wenn Kinder sagen, wenn wir irgendwo im Ausland sind und sie sagen, so, jetzt fahren wir mal nach Haus, oder sie sagen ganz selbstverständlich, ja, ich bin Österreicher, dann sind sie angekommen. Also meine Söhne tun vielleicht auch durch mich sehen, dass man sein Glück überall finden muss. Also dass man sein Glück suchen muss und darum ein bisschen auch arbeiten muss. Und das Glück kann hier sein oder das Glück kann woanders sein. Glauben Sie, dass Ihren Söhnen, die sozusagen in einer Heimat aufwachsen und nicht in vielen, etwas fehlt, das Sie hatten? Meine Söhne wachsen, sind eben diese Generation, die ich meinte, die jetzt schon in diese große EU aufwachsen. Und ich merke schon, dass sie größer denken. Dass sie größer denken. Also, wie unterscheidet sich das von Ihrem Denken aus dieser Zeit? Ich musste gegen diese Grenzen ankämpfen und ich kam recht unsicher nach Westen und habe wirklich von null anfangen müssen und habe sicher sehr viel Zeit und Energien im Aufbau verloren. Und für meine Söhne, wenn sie wissen, was sie wollen, dann fangen sie schon auf einen, also der Startposition, sie sind so wie bei Formel 1 Rennen. Ich war ganz hinten und sie sind schon recht weit vorne, weil Österreich ist einfach ein Land, der, wo man frei ist, wo man eine gute Bildung bekommt und ja, wo man alle Türen offen hat. Lassen Sie uns noch einmal so über die Kultur und Europa sprechen. Was ist für Sie so diese vereinende europäische Melodie? Gibt es die für Sie? Naja, das ist schon richtig gewählt worden, dass das Beethoven, diese neunte, aus dem 9. Sinfonie von Beethoven, diese unglaubliche starke Text und diese Melodie ist, das passt schon sehr gut dazu. Ich könnte mir vorstellen, ein sehr buntes Lied, wo
aus allen Ländern, vielleicht das berühmteste Volkslied, was gibt, mal so eine Phrase draus gesungen wird. Also so etwas kann ich mir vorstellen. Also ich glaube schon, dass das Volkstümliche auch immer das Ursprünglichste ist. Weil es den Menschen ganz nahe ist. Ganz nahe ist. Und es jeder sieht. Ja, das ist, das ist ein bisschen verloren gegangen. Die klassische Musik hat es noch auch recht gepflegt. Der Brahms hat auch seine deutsche Volkslieder gemacht und Kodály und alle haben sehr noch das Volkstümliche gepflegt und musikmäßig, ja, glaube ich, dass so ein Lied, wo in alle EU-Sprachen mal ein paar Takte kommen und eine Volksmelodie, die alle kennen, die alle auch singen können, ob das jetzt Kinder sind oder Erwachsene. Ich glaube, sowas täte noch so. Sowas so, wie die viele Sterne da sind, so viele, ein bisschen so, weiß ich nicht. Oder O du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Nicht, also so eine Reihe mit den vielen Sprachen kann ich mir, wo sich jeder Land ein bisschen auch wieder findet. Wie könnten wir die Kultur oder ganz konkret die Musik nützen, um die Menschen zu glücklicheren Menschen, zu glücklicheren Europäern, die wirklich diese Freiheit und diese Vielfalt und diese Möglichkeiten einfach nützen können, machen? Also ich glaube, da könnten wir sehr, sehr viel tun an sich mit Kultur und mit Bildung. Die, wenn ich zurückdenke an meine Jahre in Rumänien, wo wirklich bittere Armut war, dann ist mir diese wirtschaftliche Armut zwar, kommt mir vor als ein kleiner Last, was da war, aber ich war trotzdem glücklich. Also glücklich, glücklich und stark wird man, wenn man dazu die richtige, wie soll ich das jetzt ausdrücken, das richtige Seelenleben dazu hat. Und Kultur ist das, was uns Menschen ausmacht. Ein Volk, ein Land definiert sich immer durch seine Kultur. Das ist das, was unsere Vorfahren geschafft haben, das, was sie uns weitergegeben, ob das jetzt Musik ist oder bildende Kunst. Aber Kultur ist so das wichtigste Baustein und das Wertvollste, was wir haben. Und dass wir jetzt das Glück haben, wirtschaftlich in eine so glückliche, so schöne, so blühende Jahrzehnt zu leben, das ist sehr schön, aber es ist auch ein bisschen eine Luftblase. Mit das Geld, was wir jetzt haben, kann man sehr vieles machen. Und Europa hat viel Geld. Wenn man sich in die Welt umschaut, dann gibt es Länder, die ärmer sind. Allerdings, es gibt auch Länder, die unglaublich viel Geld haben und trotzdem sehr arm sind, weil es nur 2% der Bevölkerung das Geld in Hand hat und die andere sehr arm ist. Also in Europa ist das Geld halbwegs noch durch die Schichten richtig verteilt, wobei das auch anfängt, ein Problem zu werden, weil es immer mehr ganz Arme gibt. Aber man hat sehr, sehr lange auch Europa nur als eine wirtschaftliche große Raum betrachtet. Und ich finde, diese schöne, starke wirtschaftliche Wachstum, was wir jetzt haben, die sehe ich so wie ein
wie eine große Kugel, die dann so schwebt. Aber der braucht Beine, damit er stehen kann. Und ich finde es Kultur. Kultur sind die Beine, auf denen er dann auch ganz fest stehen kann. Und da sollte man wirklich investieren. In Musik, in klassische Musik auch, aber alles, was mit Kultur zu tun hat. Frau Raimondi, der für Kultur zuständige Kommissar ist Ungar. Sie können mit ihm in seiner Muttersprache sprechen. Wenn Sie jetzt die Gelegenheit haben, ihn zu treffen, was würden Sie ihm ganz klar sagen? Was würden Sie fordern und ihm für ein Programm umhängen? Ich würde ihm das sagen, was ich jedem sagen würde, der für Kultur zuständig ist, das nicht zu bagatellisieren und es nicht ausbluten lassen. Wir wissen von allen Ländern, immer wenn ein bisschen eine Wirtschaftskrise da ist oder naht, das Erste, wo die Gelder zugesperrt werden, sind immer die Kultureinrichtungen. Wo man auch vielleicht am leichtesten auch diese Geldflüsse zusperren kann, weil Kultur noch recht lange auch ohne Geld fließt, weil die Künstler das, was sie auch produzieren, nicht wirklich eine materielle Sache ist und dann kann man lange noch Musi machen, auch ohne Geld oder lange auch ein Theaterstück und was auch immer noch produzieren. Aber wir sehen jetzt auch im Unterricht, Musik spielt kaum noch eine Rolle. Die klassische Musik kämpft überall um ihre Mittel. Und es geht nicht nur um ganz große Festivals, sondern es geht auch ums Kleine. Also ich sehe jetzt gerade, es sitzt hier eine Dame, die unlängst einen schönen Preis bekommen hat, mit Recht, vom Zentrop. Sie hat ein Orchester, wo Leute drin sind von alle Donauländer, Musikern, junge Musikern, die in diesem Orchester dann sich kennenlernen. Sie sind Musiker aus Österreich, aus Slowakei, aus Ungarn. Sie versucht auch Kinder im Ferienlager zusammenzubringen aus alle diese Länder, dass sie dann durch Musik zusammenfinden, dass sie sich kennenlernen, dass sie sich akzeptieren. Es ist unglaublich, was sie für Integration da tut. Und sie braucht dann auch jedes Euro, der reinkommt, um solche Projekte zu finanzieren. Die Agnes Kattoner, sie sitzt jetzt hier. Deswegen ist mir eine von diesen vielen Projekten, wo man Geld vom Kultur braucht. Und durch die Wirtschaftskrise wird immer weniger. Und von 10.000 Euro gibt es dann nur noch mehr 5.000. Und sie macht trotzdem diesen Jugendkampf für 100 Jugendliche. Und nächstes Jahr gibt es nur noch mehr 2.000 Euro. Und sie macht das auch. Und dann gibt es halt nur noch mehr Butterbrot. Aber die Kinder kommen trotzdem gerne. Und der slowakische Kind lernt gerne einen österreichischen Lied singen. Und das österreichische Kind dann ein ungarisches Lied. Und diese Kinder haben dann kein Problem mehr mit Integration und mit EU. Und so kleine Bausteine braucht man, und ich täte diesem allem, die an dem ein bisschen an wirtschaftliche Geldquelle auch sitzen, tätig sagen und bitten, das nicht zu bagatellisieren, die Wichtigkeit vom Kultur, von dem Zusammenhang für Europa, was Kultur bewirken kann. Machen Sie einen Unterschied? Sie kommen sozusagen aus der, wenn man so will, hohen Kunst der Oper, der klassischen Musik. Machen Sie persönlich einen Unterschied zur Unterhaltungsmusik? Was hören Sie, wenn Sie mit dem Auto Rumänien fahren? Hören Sie da Oper oder Ö3? Also, ich,
ich höre Unterhaltungsmusik sehr gerne, weil das andere anspruchsvoll ist und ich lebe gerne auch in heute und jetzt, und Unterhaltungsmusik ist, so wie der Name auch schon sagt, eine Unterhaltungsmusik. Also ist etwas, die man gerne bei Autofahren hören kann und bei Bügeln und bei, weiß ich nicht, was man alles auch immer macht. Ich finde die klassische Musik, also bleiben wir jetzt nur bei Musik, die klassische Musik hat sehr, sehr tiefe Wurzel und eine sehr anspruchsvolle Gut, was es weitergibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Lieder nehme, wenn ich jetzt über klassische Lied spreche, dann habe ich da Gedichte also ich habe durch diese Gedichte eine so wertvolle Gut da, die mich auch als Mensch so wichtig formen kann, dass das schon etwas anderes ist. Und das wäre aber auch wichtig, dieses Gut, in dem man seine Seele baden kann, das nahe zu bringen. Und klassische Musik muss man ein bisschen kennen, um es auch wirklich, um es in der Tiefe auch zu verstehen. Deswegen wäre auch so wichtig, dass der Unterricht an den Schulen schon auch da ist und dass die Jugend auch dazu einen Zugang hat. Und zur Literatur auch. Wir wissen, dass Jugendliche, die mit 9 Jahren, mit 10 Jahren, mit 12 Jahren nicht lesen, dass die später auch nicht lesen. Und wenn ich ein Goethe und ein Schiller und ein weiß ich nicht, von mir aus auch ein Nestroy nicht kenne mit 12, dann werde ich sehr schwer mit 20 dazu einen Zugang haben. Aber es geht mir sehr vieles verloren, wenn ich diese unglaublich schönen Bilder und diese schöne Sprache und diese tiefe Gefühle nicht kennenlerne. Können Sie uns eine Hitliste geben an europäischer klassischer Musik, die man unbedingt hören muss, damit man in die europäische Musik- und Kulturidentität eintaucht? Ich kann Ihnen eine Hitliste nicht geben, aber ich werde mal sagen, es gibt viele Kategorien. Es gibt eine Musik, wo man keine Sprachen braucht. Und das ist natürlich immer die symphonische Musik. Also um eine Kammermusik zu hören oder eine Symphonie zu hören, dazu brauche ich keine Sprachkenntnis. Also man kann einen Beethoven und einen Mozart und einen, was soll ich jetzt sagen, ich kann das auch erweitern, um ein Tschaikowski zu hören, brauche ich die Sprache nicht zu kennen, aber es rührt mich, es berührt mich. Die nächste Stufe wäre natürlich dann, Musik zu hören, wo Sprache dabei ist. Und dann ist man schon sprachgebunden, aber man kann heutzutage sprechen viele, viele Sprachen. Also das ist auch nicht so ein Problem. Dann kann man natürlich eine deutsche Oper hören. Das Fidelio ist immer noch eine Oper, die auch heute gültig ist, weil auch heute werden Menschen zu Unrecht eingesperrt und Frauen kämpfen um ihre Ehemänner. Das hören wir sogar in dem Morgenjournal heutzutage noch. Man braucht nur ein paar tausend Kilometer von Wien entfernt zu fliegen. Così fan tutte ist auch immer aktuell. Così fan tutte ist auch immer aktuell, wo die Liebe ein Thema ist, und das ist ewig und es wird auch ewig, das wichtige Thema. Und dann gibt es natürlich dann auch, wenn man sich mit Kultur, mit Musik beschäftigt, also Hitliste, wenn man jetzt nicht etwas Sprachloses will und etwas ganz Buntes will, dann kann man auch ein Land entdecken, wenn man als Tourist zum Beispiel in Italien ist. Natürlich kann man sich die italienische Schlagen anhören, aber man kann sich auch ein bisschen dann mit der italienischen Oper sich beschäftigen. Und wenn man in Frankreich ist, dann gibt es auch unglaubliche Verbindungen wie zwischen Musikern und Maler. Also es ist schon sehr interessant,
Man lernt dann auch einem Land anders kennenlernen, wenn man sich ein bisschen mit seiner Kultur beschäftigt. Aus dem Publikum haben wir eine Frage, die passt da jetzt perfekt dazu. Ja. Wo sind Sie am liebsten? Ihre drei Präferenzen? Wo ich am liebsten bin? Also ich hatte mich vorgenommen, als ich Rumänien verlassen habe, habe ich mir vorgenommen, nirgendwo länger als 4-5 Jahre zu bleiben. Und da ich jetzt schon 25 Jahre in Wien bin, ich glaube, die erste Frage, also wo ich am liebsten bin, ist Wien, ist immer noch Wien. Ich bin wirklich ein Europäer, weil wenn ich jetzt so drei Städte oder drei Orte schnell nennen muss, dann ist das sicher Europa. Ich bin sehr gerne in München. Viele werden sagen, das ist ja kein Ausland. Ist aber schon ein bisschen was anderes, weil man da das große Deutschland dahinten spürt. Und ich bin natürlich sehr, sehr gerne, ich werde jetzt mal sagen, Rom. Warum? Weil ich möchte da nicht leben, aber ab und zu Zeit zu verbringen in diese anscheinend so freie, bunte Welt, wo diese Dolce Vita so präsent ist, das ist schon faszinierend. Ja, da bin ich gern. Das passt auch zu meinem Temperament, eigentlich besser als Wien. Mhm. Aber ich brauche Wien, um mich wieder ein bisschen zu beruhigen. Also das ist schon gut hier. Ist schon gut hier. Ja. Sie haben viel erzählt von Ihrer Heimat, Ihrer ersten Heimat. Wenn wir in die Zukunft schauen, was wünschen Sie gerade dieser Region hinter dem ehemaligen Eisernen Vorhang? Jetzt eigentlich auch ein Teil mitten in Europa. Dem Rumänien. Was wünsche ich? Das ist sehr schwierig zu sagen. Es waren jetzt unlängst die Wahlen und wir haben jetzt einen neuen Präsidenten und das ist dann jedes Mal, interessant, ich sage auch wir, ja. Wir haben, ja, es ist mein altes Heimat. Es ist ein neues Präsident in Rumänien und es werden sehr viele Hoffnungen daran geknüpft. Man hofft auch, mit der Korruption jetzt ein bisschen besser umzugehen. Man möchte noch mehr zu EU dazugehören. Man hat immer noch die Minderheiten, tun sie sich dann immer noch ein bisschen schwer, obwohl ich muss von meiner persönlichen Seite aus sagen, dadurch, dass ich sehr bunt aufgewachsen bin, in einem Ort, der immer auch bunt war, ich habe diesen großen Druck nie erlebt, wie in manche Orte sind, wo natürlich sehr konzentriert nur Ungarn oder nur Deutsche leben. Also das ist in der Region, wo ich jetzt auch immer wieder regelmäßig hingehe. Das spüre ich jetzt nicht so stark, aber die Korruption ist immer noch ein Thema. Es gibt, man musste es mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Mut, diesen Weg zu Europa angehen und vielleicht auch wirklich Ratschläge annehmen. Das rumänische Volk ist ein recht stolzes Volk und als die Wende kam und sie gemerkt haben, dass sie in die letzten Diktaturjahre so vieles verloren haben und so vieles auch nicht wissen, hat oft auch das Stolz verhindert, dass Hilfe auch kommt. Oft hat man gesagt, nein, wir brauchen es nicht, wir schaffen es auch, wir können es auch. Vielleicht das, aber ich glaube, es bewegt sich jetzt da auch einiges. Haben Sie das Gefühl, dass gerade die osteuropäischen Länder in einer gewissen Weise benachteiligt sind, weil sie so viel
eben an Zeit verloren haben durch unnötige Versklaverei. Ich glaube nicht, dass sie benachteiligt sind. Im Gegenteil, es wird unglaublich viel geholfen. Aber als die Eröffnung kam, war es ein Riesenunterschied. Es ist eine andere Welt. Man hat Länder übernommen, die in Koma lagen. Und man versucht, sie zu leben zu erwecken. Und also als ich hörte, dass jetzt Rumänien auch zur EU kommen wird und auch Bulgarien, hat ein Auge gelacht und ein Auge geweint, weil ich habe gewusst, dass das eine unglaublich große Gefälle ist. Und man sieht auch jetzt an Deutschland, es fließen auch immer noch Unsummen an diese ehemalige Ostblock. Und man kann auch verstehen, dass natürlich Menschen die Geduld verlieren, die dann im Westen sind, die immer sagen, mein Gott, es geht uns langsam hier auch nicht mehr so gut und es fließen an Gelder da es funktioniert alles immer noch hinten und vorne nicht. Banker gehen nach Osten und eröffnen Filialen und hoffen an große Gewinne. Und dann lesen wir ein paar Jahre später in den Nachrichten, dass da Milliarden im Sand versichert sind. Und man kann dann auch verstehen von beiden Seiten auch das Ungeduld, nicht, dass man die westlichen Länder sagen, ja, jetzt irgendwann reicht es, dass wir da nur noch helfen und die Ostländer versuchen ihr Bestes zu tun, aber sie haben nicht von null angefangen, sondern von minus 50. Welche Lösungen gibt es, wenn man es vielleicht einfach so analysiert, dass die osteuropäischen Länder irgendwie in ihrem ein Defizit sehen im Vergleich zu den westeuropäischen? Umgekehrt aber wir hier im Westen eigentlich ungerechtfertigt auf sie hinunterschauen. Ich glaube, die Lösung findet sich im Kleinen. Immer wenn man global redet, das klingt alles sehr gut, aber die Probleme sind klein und persönlich und zielgerichtet. Und ich glaube, die Lösung liegt auch im Kleinen, dass jeder auch wirklich versteht, um was es geht und dass er weiß, um was es geht. Wenn ich jetzt sage, in Rumänien ist Korruption, dann klingt das als eine große Pauschale oder als eine große Glocke. Wenn ich aber hinfahre und mit eigenen Augen sehe, wie 10 Menschen versuchen, redlich etwas zu machen, und 2 halt versuchen andersrum ihre Geschäfte zu drehen, dann habe ich ein anderes Bild, ein anderes Verständnis dafür. Und ich glaube auch, dass sehr vieles immer noch ein Problem ist, dass wir sehr vieles nicht wirklich wissen und nicht wirklich kennen. Ja, wissen Sie, dass ist diese Kleines nicht. Und kennen wir von Rumänien vielleicht etwas nicht? Und mir fällt, ich kenne kein einziges rumänisches Volkslied. Ja, man kennt sehr vieles. Ich bin mir sicher, dass man sehr, sehr vieles von Rumänien nicht kennt, obwohl das 500 Kilometer von hier entfernt ist. Wir kennen die Bettler auf der Straße in Wien. Ja, und wir wissen nicht, dass wenn wir jetzt zum Beispiel in Arad gehen, das ist dieser Ort, wo jetzt meine Eltern wohnen, dass da auf der Straße keine Bettler sind. Weil die bei uns sind. Ja, zum Beispiel. Aber wie soll man da zum Beispiel umgehen? Und wir wissen auch inzwischen zwar Gott sei Dank, weil ein bisschen die Medien auch gezeigt haben, dass diese Bettler ausgebeutet werden und ihre, es eigentlich eine Organisation ist und ihre oberste Köpfe ein unglaublich hohes Einkommen haben und sich Paläste in Rumänien bauen und man soll deswegen dem Bettler nicht Geld geben und in Österreich schon gar nicht, weil wir so viele karitative Organisationen haben, dass man sich hinwenden kann, immer wenn man wirklich völlig mittellos ist, man kann sich irgendwo hinwenden und man muss da nicht betteln.
aber zum Beispiel das auch. Es ist ein Bild, wir kennen diese Bettler aus Rumänien, so wie wir wie die Italiener die Roma und Sinti aus Rumänien kennen, mit dem ganz, ganz große Probleme gibt, die dann selber in Rumänien gar nicht gibt. Weil die, die rauskommen, sind die, die keinen Platz in ihrem eigenen Land gefunden haben. Und da täte man sich auch leichter, wenn man ein bisschen etwas wirklich wüsste. Also ich kann nur sagen, Reisen. Reisen hilft auch schon sehr viel. Es gibt auch in dem Ostländer sehr, sehr schöne Reisen und das tut gut, wenn man das auch sieht. Und für den von meinem Land kann ich vielleicht auch nur sagen, lernen und sich bemühen und fleißig sein. Das ist immer eine gute Rezept, um weiterzukommen. Es gibt kein schöneres Schlusswort. Frau Kammersängerin, Frau Raimondi, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Danke. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen bei uns. Wir können noch bei einem Gläschen Wein beisammen sein und in Dialog kommen, uns austauschen, über unsere Heimat sprechen. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen. Danke. Und vielen Dank Ihnen. Sprechen wir über Heimat und teilen wir so unser europäisches Bewusstsein. Danke. Ja.